Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Bewusstsein TV. Wir haben jetzt keinen Grund zur Sorge, dass dort irgendwie so gewaltige Probleme auftreten werden, beziehungsweise das, was man vielleicht von den etablierten Kräften versuchen wird, das wird sich so nicht realisieren. Also es werden Versuche bleiben, so würde ich das übersetzen, das, was man aus den Lesungen sieht. Und das Neue wird sich immer mehr Bahn brechen. Und das liegt natürlich an uns, wie sich diese nächsten Monate und Jahre entwickeln werden. Also das, was wir jetzt als Ideen, als Wünsche haben, wie sich das diese Zukunft gestalten soll, was wir wirklich von unserem Leben in der Zukunft wollen. Sagen wir einfach so, wo es in 3 Monaten, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in 5 Monaten, in 5 Jahren, in 10 Jahren sein soll, das liegt an uns. Diese Zeitqualität, die haben wir. Wir können das entsprechend gestalten. Und deswegen denke ich, sollten wir jetzt nicht uns von Ängsten oder Schwierigkeiten entmutigen lassen, sondern wir sollten unseren Weg gehen. Und das Neue, was wir wünschen, das in der Welt sein soll, das sollten wir aktiv gestalten. Unsere Projekte, unsere Ideen, unsere Themen, die wir halt in der Welt sehen wollen, die sollten wir aktiv verwirklichen. Und was das andere anbetrifft, das Alte, das wird sich erledigen. Also es ist kein Grund, irgendwelche Ängste zu hegen. Dort eher die Frage sich zu stellen in der aktuellen Situation: Was habe ich denn heute für dieses wunderschöne, lebenswerte Morgen, in dem ich morgen aufwachen will? Was habe ich da bereits heute getan? Liebe Gäste, liebe Freunde des Kanals, wir haben uns jetzt wieder zusammengefunden für ein weiteres Update, für weitere Informationen aus der Palmberg Bibliothek in Chennai. Unsere Kollegen aus Indien haben sich bereits zugeschaltet. Der Rishi Sri Agastya hat sich wieder bei unserem Palmblattleser in Chennai gemeldet. Es gibt also weitere Informationen und ich bin mit Sicherheit genauso gespannt wie ihr, was jetzt an weiteren Infos hier auf uns wartet. Babu Manu, thank you very much for joining the session. Thank you very much for being here and sharing all the knowledge of Sri Agastya with us. Thank you very much. Thank you, sir. In der aktuellen Situation sieht er, dass es also gerade im Bereich der Europäischen Union zu großen Schwierigkeiten in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht kommen wird. Er sieht, dass es dort weitere Steigerungen in Bezug auf die Preise, auf die Versorgung im Alltag geben wird. Das wird allerdings innerhalb der nächsten Jahre, nächsten Monate zu großen Schwierigkeiten oder Problemen führen. Er sieht also zwischen August und Oktober in diesem Jahr große Probleme in dieser Hinsicht, dass also die Leute sich das auch nicht mehr gefallen lassen werden, dass es also in Bezug auf die Situation in der EU große Schwierigkeiten, große Probleme geben wird, jetzt nicht nur in Bezug auf Brüssel, sondern wirklich schon in den einzelnen Ländern, sodass die Leute einfach sagen, so die Situation, mit der wir jetzt konfrontiert sind, mit der die wir jetzt leben müssen, das ist nicht das, was wir jetzt wollen, sondern wir wollen dort konkrete Veränderungen haben, und das wird auch zu solchen Veränderungen führen innerhalb der einzelnen Länder. Das heißt, wir haben jetzt nicht das Thema, dass wir dort sagen können, es wird eine große oder eine generelle Veränderung oder eine generelle Einsicht geben, was die EU anbetrifft, sondern es wird einfach von der Situation der einzelnen Länder abhängen, was dort passiert, wie sich es im Einzelnen regeln wird. Aber dort sehen wir also eine große Unruhe bis Oktober dieses Jahres. Aber das beschränkt sich nicht nur auf Europa, sondern das sieht er in der ganzen Welt. Also die Situationen, dass die Wirtschaft nicht funktioniert, dass es dort Preissteigerungen geben wird, Inflation geben wird, dass es dort Probleme geben wird mit der Versorgung von alltäglichen Gütern, das sieht er ebenfalls auch in Asien, hat also auch Indien angesprochen. Und sagen, also genau dort werden wir halt auch diese Probleme haben. Die Leute werden sagen, Moment,
das, was jetzt passiert, das, was wir jetzt sehen in der aktuellen Situation, was die Regierung machen, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen nicht so leben. Wir wollen eine Änderung. Wir wollen etwas anderes tun und wir wollen anders und wir wollen unsere Zukunft anders planen. Und das, sagt er, wird in diesem Zeitrahmen zwischen August und Oktober diesen Jahres zu solchen Schwierigkeiten oder Protesten führen. Ab Oktober, kann man sagen, wird sich dort schon eine Veränderung anbahnen. Also da wird dann also das Neue, so würde ich das übersetzen, sich Bahn brechen. Da werden wir also die Möglichkeit haben, neue Möglichkeiten des Lebens, des Wirtschaftens, des Arbeitens zu entwickeln. Und das wird also dann perspektivisch diese alten Ordnungen ablösen. Also eine große Veränderung in sowohl wirtschaftlicher als auch gesellschaftlicher Hinsicht sieht er in diesem Zeitraum zwischen dem August und dem Oktober dieses Jahres, ab Oktober des Jahres dann, wie gesagt, auch eine Veränderung in positiver Hinsicht. Und zwar geht es um eine Situation im Nahen und Mittleren Osten. Dort wird die Ölproduktion reduziert werden. Also es kann eine staatliche Entscheidung sein. Vor allem im Iran sieht man, dass dort also bewusst die Entwicklung, was weitere Ölquellen und so weiter anbetrifft, zurückgehalten wird, einfach auch um die Preissituation zu entwickeln. Ja, das heißt, dass dort wird es also mehr Nachfrage geben. Das heißt also, alle sämtliche Preisprobleme in Richtung Öl und Ölprodukte, die werden sich in den nächsten Jahren so entwickeln, dass dort eine Erhöhung stattfindet. Er sieht also, dass das aber gesteuert ist. Also das ist nicht, dass jetzt meinetwegen irgendwo ein Problem in der Förderung auftritt oder dass etwas in Lieferketten auftritt, sondern das ist bewusst gemacht, sondern die nächsten Monate, hat jetzt also bis Oktober speziell davon gesprochen, dort werden die ölfördernden Nationen sich sehr zurückhaltend zeigen. Sie werden also alles versuchen, um die Preisqualität zu erhöhen, also die Preise für die Ölprodukte entsprechend positiv für sie zu entwickeln. Und das wird halt zur erhöhten Nachfrage und zu größeren Preisen in Bezug auf alles, was mit Öl, was mit diesen Produkten in der petrochemischen Industrie zu tun hat, wird das dazu führen. Also speziell, was die Erzeugerpreise anlangt bis Oktober und ab Oktober dann auch das Problem innerhalb der sozusagen nachfolgenden Produktverarbeitung. Jetzt geht es um die aktuellen Entwicklungen sowohl im Euroraum als auch in den Vereinigten Staaten. Na, das sieht aus, was die Währung anbetrifft, also sowohl den Euro als auch den Dollar, wird es halt in den nächsten Monaten bis Oktober diesen Jahres eine positive Entwicklung geben. Also dort zieht die Qualität der Währung nochmal an. Also wird es auch die Möglichkeit geben, dass die Währung stabiler wird, dass es also mehr für die jeweilige Währung gibt. Allerdings in den Vereinigten Staaten sieht auch ein Thema in Bezug auf die Versorgung. Ja. Also zum einen wird es so sein, dass im Immobilienmarkt die Preise anziehen, gerade in den großen Städten wie New York oder anderen großen Städten an der Ost- und der Westküste. Dort wird also die Preissituation sich entsprechend positiv entwickeln, ist natürlich gut für diejenigen, die halt die Immobilien jetzt gerade verkaufen wollen oder die dort in diesem Markt tätig sind. Allerdings, sagt er, wird das auch einhergehen mit Schwierigkeiten in Bezug auf der Versorgung. Also er sieht das, was die täglichen Güter anlangt, also es sei es jetzt eben die Dinge, die man halt im Leben aktuell benötigt, oder sei es das, was man so als Dinge des täglichen Bedarfs bezeichnen würde. Dort sieht er Schwierigkeiten, dass sie da Unterbrechungen in den Lieferketten. Dort sieht er also auch Probleme, das für alle der Beteiligten dort entsprechend bereitzustellen. Das wird dort viel über die finanzielle Situation laufen. Also wer sich's leisten kann, der wird halt kein Problem sehen. Aber sagt er, wer eben nicht diese Fähigkeiten hat, wer nicht diese Möglichkeiten im finanziellen Bereich hat, der sieht bis Oktober dieses Jahres ein großes Problem. Also dort sieht er ein gewisses Auf und Ab, was auch die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs anbetrifft. Also dort sieht man ein entsprechendes Problem. Die Entwicklungen im Immobilienmarkt speziell, die sieht man in den USA als positiv, in Deutschland ebenfalls, also im deutschsprachigen Raum. So, da werden sich die Situationen stabilisieren. Also das, was jetzt so für Unsicherheiten, für Schwierigkeiten, für Probleme im Immobilienbereich gesorgt hat, das wird sich innerhalb des nächsten halben Jahres erklären. So, dort sieht
auch, dass der Immobilienmarkt anzieht, aber auch in Bezug auf die, sagen wir mal, Wertigkeit des Euros eine entsprechende Volatilität, also ein gewisses Auf und Ab. Letztlich wird sich die Währung positiv entwickeln bis Oktober diesen Jahres, aber er sieht eben auch gewisse Themen in Bezug auf die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, also was jetzt Lebensmittel anbetrifft, aber auch Dinge, die man halt im Alltag benötigt. Und zwar geht es jetzt um das Thema der Naturkatastrophen. Das sieht da im Mittelmeerraum, also im Mediterranenraum, das Problem für eine solche Katastrophe, die in größeren Ausmaß haben wird. Also das wird ein Vulkanausbruch sein, verbunden mit dem Erdbeben. Und das ist so mächtig, dass man die Auswirkungen noch bis nach Asien, also sprich bis nach Delhi oder Pakistan auch spüren wird. Sagt er, wenn das passiert, sieht er dort ernsthaftere Konsequenzen für den Mediterranenraum, aber auch für die angrenzenden Regionen. Also in der Hinsicht sollte man sehr achtsam sein, also Richtung Urlaubsbuchung und so weiter. Also dort sollte man vorsichtig sein, was die nächsten 3 Monate anbetrifft, die mediterrane Situation. Jetzt geht es um weitere Probleme, die durch Naturkatastrophen auftreten können. Das sieht er im Südostasien, speziell in Japan und bei den Philippinen entsprechende Probleme durch Starkregen, durch Fluten, durch Erdrutsche und ähnliche Themen, sagt, die sich jetzt solche Naturkatastrophen auch geben können. Also dort sollte man sehr achtsam sein. In Europa, sagt er, gibt es ein Land, das in den letzten Jahren schon relativ schwer gelitten hat durch solche Naturkatastrophen. Und dort wird sich sowas in der zweiten Jahreshälfte ebenfalls nochmal manifestieren, also Starkregen, Erdrutsche oder Felsstürze, das können ebenfalls nochmal auftreten. Und dort sollte man in der Hinsicht achtsam sein. Man hat schon entsprechende Maßnahmen ergriffen, die sollten aber noch ausgebaut werden, sagt er, um die Auswirkungen einer solchen Problematik entsprechend einzuschränken. In der aktuellen Situation sieht man, dass es in Südostasien, also speziell China und die Nachbarländer anbetrifft, dass es dort große Schwierigkeiten oder Themen gibt, also Grenzkonflikte oder andere Themen, die dort aktuell eine große Rolle spielen. Für China sieht man noch ein Thema in Bezug auf die Gesundheit. Da wird es also eine neue Infektion geben. Das wird sich speziell über das Wasser verbreiten, also das, was Trinkwasser anbetrifft, was dort das Thema anlangt, dass infizierte Substanzen über das Wasser weitergereicht werden, also sowohl Trinkwasser als auch das, was man als Nutzwasser betrachten würde, also zum Waschen oder zum ähnlichen Themen, sagt er, dort sieht er, dass das eine größere Auswirkung haben wird, auch entsprechend Probleme im Land verursachen wird. Eine Information in Bezug auf die USA, dort sieht man also nochmal ein größeres Problem, was innenpolitische Situation anbetrifft. Zum einen die Möglichkeit, dass in sag mal, belebten Plätzen, also er hat von so Shopping-Malls oder Komplexen gesprochen, dass es dort nochmal zum Anschlagsszenario kommt, also dass es dort entweder mit Feuer oder mit Schusswaffen irgendwelche Probleme ergeben wird. Zum anderen sagt man auch, was den jetzigen Präsidentschaftskandidaten anbetrifft. Dort hatten wir das Problem, das war auch in der Lesung schon gesagt worden, dass dann bedeutender Politiker angegriffen werden wird. Das hat sich ja ereignet. Dort sieht er einen weiteren Versuch eines solchen Problems. Also das wird sich in den nächsten 3 Monaten nochmal so manifestieren, wird aber nicht zum Erfolg führen, aber diesen Versuch, diesen Angriff wird es geben. Und zwar sagt er jetzt in Bezug auf, was Reiseverkehr anbetrifft, was den Flugverkehr anlangt, dort achtsam sein. Zum einen sagt er, in Kriegsgebieten oder Gebieten mit sag mal, Spannungen, die dort stattfinden, sagt er, dort kann es auch Probleme geben, was den Flugverkehr anbetrifft, also auch entsprechend inszenierte Abstürze bzw. Abschüsse von solchen Flugzeugen. Allerdings auch im Zivilverkehr sieht er ein größeres Problem, und zwar speziell in Bezug auf amerikanische Fluglinien und dort innerhalb der Vereinigten Staaten, sagt er, wird es im nächsten Vierteljahr 2 große Vorfälle geben. Die haben allerdings jetzt nichts mit Anschlägen oder solchen Themen zu tun, sondern da hängt es an der entsprechenden Wartung beziehungsweise auch an technischen Themen, die diese Flugzeuge haben. Das heißt, das ist nichts, was jetzt irgendwo von außen her provoziert wurde, sondern das sind entweder Probleme, die mit Materialermüdung zu tun haben, beziehungsweise mit einer nicht
im entsprechenden Rahmen erfolgten Wartung, also Sparmaßnahmen oder solchen Themen, so würde ich das übersetzen. Also dort sieht er innerhalb der USA nochmal zwei Probleme, wo es zu Notlandungen oder irgendwelchen ähnlichen Problemen im zivilen Luftverkehr kommen wird. Jetzt geht es um die allgemeine Situation, was Energie und so wirtschaftliche Versorgung anbetrifft. Wir hatten jetzt aktuell gerade ein Problem, was Ausfall von entsprechenden Problemen der Bezug auf Flugversorgung und solche Sachen anbetrifft. Er sagt, das hat noch, ist jetzt gerade passiert. Sagt er, sowas wird sich innerhalb der nächsten 3 Monate nochmal ereignen. Also dort sieht er ein Thema, speziell in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa. Zum einen, was die sag mal, kritische Infrastruktur anbetrifft, also egal, ob jetzt Flüge, Verkehrsmittel oder Energieversorgung, sagt er, dort wird es nochmal Schwierigkeiten geben. Und zwar zum einen durch menschliche Fehler. Also da wird es einige Themen geben, die dort Schwierigkeiten verursachen. Zum anderen sagt er, wird es aber auch einen böswilligen Einfluss geben, also einen Angriff auf diese kritische Infrastruktur. Das sieht er sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten. Das würde dann zu gewissen Ausfällen führen, was jetzt eben die Versorgung in Bezug auf Energie, auf Transport und solche Themen anbetrifft. Noch eine Information in Bezug auf die USA, was eher so die politische Situation anbetrifft, sagt er, der jetzige Regent der USA hat erhebliche gesundheitliche Probleme, die vor allen Dingen auch mit den kognitiven Fähigkeiten bei ihm zu tun haben. Der wird sich zurückziehen aus der politischen Arbeit. Dort sieht er also, dass es halt nicht einen weiteren Wahlkampf oder weitere Kandidatur geben wird. Na, jemand, der dort sozusagen in der zweiten Reihe steht, wird versuchen, seinen Platz einzunehmen. Das wird sich aber nicht realisieren, sondern die jetzige Partei, die in der Opposition ist, die sozusagen gegen das Regierungslager antritt, die wird während der Wahlen dann entsprechend die Möglichkeiten haben, auch sagen wir, die nächste Regierung zu bilden. Dort sozusagen das politische Lager wird sich komplett verändern. Also das ist eine Veränderung in der Hinsicht, dass also die jetzige Opposition dann die Regierung bilden wird. Er sagt, also, er sieht jetzt keine weiteren Themen, die jetzt noch abgehandelt werden müssen. Die nächste Lesung, das nächste Update wird im August passieren. Er sagt, in Bezug auf Kriegssituationen keine Sorgen, keine Probleme für Mitteleuropa. Sagt er, das, was jetzt aktuell da ist, halt im Mittleren Osten oder in Osteuropa, bleibt dort, also keine Gefahr Richtung Weltkrieg oder solche Themen. Und die nächsten Informationen, wie gesagt, die werden im August passieren. Und dort werden wir uns wieder melden, wenn der Regie weiter Informationen für unsere Kollegen in Indien hat. Aus meiner Sicht jetzt nochmal ein Thema, wo ich einfach sagen würde, natürlich sind es nicht alles so tolle Informationen, nicht alles so, ich muss sagen, es würde sich jetzt alles so in den nächsten Monaten alles in Wohlgefallen auflösen oder wir haben Friede, Freude, Alkohol. Das definitiv nicht. Wir sind noch in einer schwierigen Zeit. Die wird sich fortsetzen. Das machen so die allgemeinen Prognosen aus, aber auch was man so in den individuellen Readings sind, so bis Ende 2025, also ab 2026 kann man sagen, wird sich dann auch das Neue, das, wo man sagen, es wird sich im positiven Weise formen, das wird sich dann auch sozusagen für allgemein bemerkbar machen. Bis dahin haben wir immer noch diese Unsicherheit, immer dieses Auf und Ab, aber wir sehen, dass das Alte immer mehr weicht, dass dort die Ideen, die vielleicht noch anstehen von Seiten der Kräfte, die vom Status quo profitieren, dass die halt immer mehr zurückweichen und dass eben Neues seinen Platz findet. Und das sehe ich als große, sag mal, als großes Plus, als große positive Entwicklung innerhalb dieser nächsten Monate und Jahre. Wir haben jetzt schon einen kurzen Ausblick auf die nächsten 2 bis 3 Monate bekommen. Das wird sich, wie gesagt, fortsetzen ab August. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt keinen Grund zur Sorge, dass dort irgendwie so gewaltige Probleme auftreten werden, beziehungsweise das, was man vielleicht von den etablierten Kräften versuchen wird, das wird sich so nicht realisieren. Also es werden Versuche
bleiben, so würde ich das übersetzen, das, was man aus den Lesungen sieht. Und das Neue wird sich immer mehr Bahn brechen. Und das liegt natürlich an uns, wie sich diese nächsten Monate und Jahre entwickeln werden. Also das, was wir jetzt als Ideen, als Wünsche haben, wie sich das diese Zukunft gestalten soll, was wir wirklich von unserem Leben in der Zukunft wollen. Sagen wir einfach so, wo es in 3 Monaten, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in 5 Monaten, in 5 Jahren, in 10 Jahren sein soll, das liegt an uns. Diese Zeitqualität, die haben wir. Wir können das entsprechend gestalten. Und deswegen denke ich, sollten wir jetzt nicht uns von Ängsten oder Schwierigkeiten entmutigen lassen, sondern wir sollten unseren Weg gehen. Und das Neue, was wir wünschen, das in der Welt sein soll, das sollten wir aktiv gestalten. Unsere Projekte, unsere Ideen, unsere ja, Themen, die wir halt in der Welt sehen wollen, die sollten wir aktiv verwirklichen. Und was das andere anbetrifft, das Alte, das wird sich erledigen. Also ist kein Grund, irgendwelche Ängste zu hegen dort. Eher die Frage sich zu stellen in der aktuellen Situation: Was habe ich denn heute für dieses wunderschöne, lebenswerte Morgen, in dem ich morgen aufwachen will? Was habe ich da bereits heute getan? Bumanu, thank you much for the Thank you meeting. so much. Thank You're you. welcome. Lomax, thank you much. And we will meet next time. And yeah, I hope there will be some more information for More us. information, Thank you yes. much. And all the best for you and for India.